Ja, hey Leute. Ja, ich bin's, Arthur, mal wieder. Heute mal wieder mit einem kleinen Unboxing. Und ja, hier ist die Box, ich hab die schon mal aufgemacht. Hey, Black River Rams, das Logo. Ja, hier ist schon mal was von Black River. Das packt mal der Maus, ich habe das schon alles ein bisschen aufgemacht. So halt alles in dieser großen Box drin. Und ja, ich stelle das mal hier runter. So. Erstmal aufmachen. Also ich habe noch nicht reingeguckt, was drin ist. Ne, ich weiß eigentlich, was drin ist. Eigentlich schon Non-Slide ist da. Stoppen. Die Black River Iron Rail 4-Kant und Black, also in Schwarz. Ja. Habe ich mir alles bei Amazon bestellt. Also der Gesamtpreis war ca. 70 Euro mit Versand. Ja. Dann hier noch die neuen Bolly Wheels. Ich hätte einfach mal Bock auf die Bolly Wheels. Ich habe es auch Winkel Wheels, weiß und grün. Aber ich hätte mal Bock auf die neuen Bolly Wheels. Mal ausprobieren. Ja, die roten Bolly Wheels. Ein Crazy Leg Pool Skateboard Sticker. Ein Black River Shop Katalog. Ja. Hey, ein Winkler Wheel Sticker. Schnell mal haben, hatte ich noch nicht. Ja, ein Black River Sticker. Ja, ein, okay, noch gar nicht. Ein Skateworkshop.de Sticker. Und noch ein Fast Fingers 15 Heft. Ja, und noch ein bisschen Poster hier. Irgendwie so ein Bolly-Poster oder Plakat oder ja, allgemein. Wartet mal, ich lasse mal aus. Hier, so sieht das dann aus und hinten sind die ganzen Boards drin, die neuen Graphic Boards und alles. Wie ihr seht, seht ihr nix. Also, ja, wie gesagt, in der ersten kleinen Box war dann erstmal halt das hier alles drin, die Sticker, die Wheels und die Rail. Oh, ja. Zweite Box. Packen wir aus. Vielleicht. Ja, ein Skate Shop Gutschein Code 5 Euro. Ja, mein Body Deck. Dann New Shape, Blue. Ja, die Rechnung allgemein für das Ganze. SketchUp Sticker. Und hier noch ein Karanza oder so. Sieht auf jeden Fall geil aus. Ja, meine Body Trucks. Colorline Green. Also das werde ich auf jeden Fall noch alles reviewen. Ja, hier. Colorline Green. Ein Black River Pirate Sticker. Und noch ein Burlnut Sticker. Die Sticker legen wir mal alle zusammen. Die Packung ist leer. So. Wheels, Deck,
So. So, das ist jetzt bis jetzt erstmal alles. Und ja, dann habe ich noch diese Box 4 Reloaded. Die habe ich noch im Netz erwartet. Ich finde die einfach nur geil. Ich habe jetzt Box 4 Reloaded. Die finde ich aber, also die ist jetzt nicht so mein Ding. Aber, gut, muss das mal aufmachen. So. So, das ist sie denn. Die Box 4. Ich gehe gleich mal zu J-Ramp. Also schon ganz schön groß. Finde ich echt geil. Ja, oh, hier sind zwar ein paar kleine Druckstellen, aber das ist nicht schlimm. Das hält eigentlich auf beim Borden. Die kann man auch wegmachen. Ja, also Klimasticker, ja, der ist gut. Ah, ja, die sieht man eigentlich kaum. Egal. Ja, auf jeden Fall die Box hier reloaded. Sieht sehr geil aus, sehr gut verarbeitet. Der Gorilla Rams. Ja, hier dann nochmal alles. Box 4 Sticker, jede Menge. Ja, Box 4 Reloaded Sticker, jede Menge Sticker. Colorline Green Trucks Bolly. Bolly Wheels Red New Shape. Ja, Bolly New Shape Fingerboard. Ja. Fasting ist 15 Dings, ja, die will. Und ja, hier die ganze Katalog. Ja, so ist es mal von mir. Habe mir ein Unboxing gezeigt, das alles werde ich natürlich auch reviewen. Ja, haut rein.